Sie kommen aus allen politischen Lagern und sind doch einig in ihrer Ablehnung der Euro-Rettung. Sie haben ganz unterschiedliche Argumente, aber gemeinsam lehnen sie den Fiskalpakt und den Euro-Rettungsschirm ab. Sie sind konservativ, liberal oder weit links außen. Ich bin Katja Kipping, Vorsitzende der Linkspartei. Die Linke ist gegen den Fiskalpakt, weil er direkt in den Sozialabbau führt. Der von Angela Merkel durchgesetzte Fiskalpakt verbietet den europäischen Ländern immer neue Schulden aufzunehmen. Für Katja Kipping und die Linke der falsche Weg, um aus der Krise zu kommen. 25 Milliarden Euro jedes Jahr müsste alleine Deutschland einsparen. Die Linke fürchtet, dass diese Sparpolitik zu Lasten der Armen und Schwachen gehen wird. Ihr Beispiel: Griechenland und Spanien. Dort wachsen nach Beginn der Sparpolitik Arbeitslosigkeit und Armut und soziale Unruhen. Nur die Wirtschaft nicht. Die Finanzkrise, die Eurokrise ist ja nicht entstanden, weil es Länder mit Schulden gibt, sondern die Eurokrise ist zum einen entstanden, weil wir die Finanzmärkte wild in ihrem Treiben haben gewähren lassen, ohne etwas zu tun. Und zum zweiten ist es entstanden, weil wir eine Finanzierungskrise der Staaten haben. Und dieser Finanzierungskrise muss man entgegenwirken, indem man deutlich höhere Steuern erhebt, zum Beispiel durch die Besteuerung von besonders großem Reichtum. Ganz anders dieser Kritiker. Ihm geht der Fiskalpakt nicht weit genug. Deutschland würde zu viel Verantwortung für andere übernehmen und so zum Zahlmeister Europas werden. Mein Name ist Frank Schäffler, bin Mitglied des Deutschen Bundestages für die FDP. Bei dieser Euro-Rettung geht es eigentlich darum, dass die Schulden in Europa sozialisiert werden. Das schafft völlig falsche Anreize und rettet den Euro nicht, rettet aber auch nicht Europa. Es ist die Angst vor der Notenpresse, die ihn umtreibt. Bereits jetzt bürgt Deutschland allein für über 300 Milliarden Euro. Geld, das andere Länder vor dem Staatsbankrott retten soll. Immer größere Summen soll der Bundestag bewilligen und immer weniger gelten die ursprünglichen Regeln der europäischen Währung. Etwa, dass kein Land für die Schulden anderer gerade stehen soll. Doch genau das geschieht gerade und macht Schäffler Sorge. Denn wenn Deutschland bürgt, dann müssten andere nicht für ihre Fehler bezahlen, würden nichts ändern. Es drohe etwas, das vor allem die Deutschen fürchten: die Entwertung ihres Geldes. Deutschland wird immer mehr in diesen Schuldensumpf hineingezogen und das führt dazu, dass Inflation entsteht und am Ende Inflation das Sparvermögen von uns allen vernichtet. Wir müssen in Europa zu einem Europa des Rechts zurückkommen. Das heißt, derjenige, der Verträge unterschreibt, der muss auch gerade stehen für diese Verträge und muss gleichzeitig auch, wenn es schief geht, auch die negativen Folgen selbst in Kauf nehmen. Es kann nicht sein, dass, sag ich mal, Länder über ihre Verhältnisse leben und hinterher sagen, die anderen sollen das bezahlen. Das kann nicht funktionieren. Das Recht treibt auch diesen Kritiker um. Die Furcht vor einem europäischen Superstaat, in dem das Volk nichts mehr zu sagen hat. Mein Name ist Peter Gauweiler. Ich bin Bundestagsabgeordneter aus München. Und ich setze mich dafür ein, dass die europäischen Verträge zu einer Volksabstimmung vorgelegt werden. Im Bundestag wurde bislang alles beschlossen, was Deutschland an die Europäische Union bindet. Bis hin zur gemeinsamen Währung wurde stellvertretend fürs Volk entschieden. Die Euro-Rettungsschirme und Angela Merkels Fiskalpakt gehen aber zu weit, sagt Gauweiler. Das Schuldenverbot nehme dem Parlament sein wichtigstes Recht, über das Geld zu bestimmen. Wir sind jetzt in einer Situation, dass riesige Finanzierungsgremien, Schuldentilgungsgremien auf europäischer Ebene gebildet werden, wo die Deutschen die Hauptzahler sind. Ich halte es für nicht mehr verantwortbar, dass wir ohne Volksabstimmung derartige Transfers von Rechten weiter im Bundestag beschließen. Wir brauchen hier die Legitimation unseres eigenen Souveräns und das ist die Bevölkerung. Keine Einzelmeinung. Fast 15.000 Bürger wollen beim Verfassungsgericht klagen, um einen Volksentscheid zu erzwingen. Nicht, weil sie den Euro oder dessen Rettung nicht wollen. Da denken sie wie unsere drei Kritiker. Es ist vor allem das Wie, das ihnen nicht geheuer ist.